Fuck! Fuck! Je ne sais pas. Verdammt! Verdammt! Matt! Oh Gott, Matt! Hilf mir bitte! Hey, es geht noch alle. Ich komme! Ich komme! Em, das Ding ist echt verdammt wackelig! Matt! Du musst etwas unternehmen! Sofort! Worauf wartest du? Ich denke nach! Lass mich nachdenken! Denk nicht, du Idiot! Hol mich einfach hier runter! Außenmotors? Oder misstrauisch? Emily, du hast Angst. Du musst dich beruhigen. Alles wird gut. Ach, hör auf zu labern. Ich halte es nicht mehr aus. Hör auf, mich anzubrüllen und lass mich einfach machen. Okay? Nein, hör du auf. Wieso musst du jedes Wort hinterfragen? Ich bin das sowas von leid. Was immer du sagst, Prinzessin. Jetzt hol mich bitte von diesem gottverdammten Turm. Bitte, 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 Matt, tu endlich was. Setze sie nicht. Ich hasse dich. Ich werde springen. Matt, scheiße. Ich versuche nur, den sichersten Weg zu dir zu finden. Du Idiot, jetzt hol mich endlich weg von hier. Ich hab sie eh gehasst. Emily! Hätten wir die retten können? Ach, keine Ahnung. Hä? Was war das jetzt? Das hab ich mich auch gefragt. Sie war nicht oben? Weiß nicht, hab sie nicht gesehen. Sie muss hier runtergekommen sein. Ich hab sie auch nicht gesehen. Ach, jetzt sind wir die beiden mal wieder. Mhm. Oh, ist das wirklich passiert? Verdammt, was ist denn hier bloß los? Chris. Sir, was? Chris, ich wollte nur sagen, was da in dem Schuppen passiert ist. Ich weiß, wie schwer das für dich war. Josh war dein Freund. Ashley, stopp. Nein, ich will nur sagen, ich... Danke. Danke, ich verdanke dir mein Leben. Was hätte ich tun sollen? Okay, ich musste dich eben einfach retten. Ich musste. Ash, geht's dir gut? Ja, nur das... Ich weiß, du und Josh standet euch nahe. Chris! Los, suchen wir Sam, okay? Darauf konzentrieren wir uns. Aber ich meine, oh mein Gott! Ashley, jetzt! Hör auf, okay? Ich will nicht darüber nachdenken, was da passiert ist. Chris! Wir suchen Sam! Oh, hier gibt es irgendwie nichts, glaube ich. Nimm mal kurz in die Hand ein Spiel. Was soll das? Eben ist eine Kerze vom Mal angegangen. Oben. Hast du es gesehen? Ich wollte meinen Daumen eine Pause gönnen. Das ist so abartig. Was? Das ist wirklich gruselig. Okay. Warte mal kurz. Hast du das gerade gesehen? Hab ich was gesehen? Das, Chris, das! Welches das meinst du? Es war wie eine durchsichtige Gestalt, wie ein Geist. Oh Mann. Ich meine es ernst. Warum glaubst du mir nicht? Ich hab das gesehen. Zählt das denn nicht? Das war,
Das war die Hölle heute Nacht, okay? Du bist total fertig. Ich bin total fertig. Ich glaub nicht mal mehr, was ich sehe. Nein, du irrst dich. Es war da und ich bin mir sicher, Chris. Schon gut, schon gut. Vielleicht hast du etwas gesehen. Lass uns Ruhe bewahren. Oh, werden wir hier unten langsam irre? Woanders kann Sam nicht mehr sein, Ash. Warum können wir nicht einfach die anderen suchen und... Was, wenn Sam uns braucht? Wenn sie in der Klemme steckt? Oh Gott. Los geht's. Bezüglich Emily werden wir sehen. Ich erleuchte das Licht wieder. Guck mal. Ich verstehe das nicht. Wow, das kann doch nicht wahr sein. Was zur Hölle? Ist denn hier los? Oh. Wow. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Nach diesem kurzen Fauxpas geht's jetzt weiter. Du bist angestoßen, oder? Läuft die Übertragung noch? Ich glaub nicht. Ich weiß nicht. Schau mal. Wie konnte hier alles zur Freakshow werden? Türen knallen und Kerzen gehen ganz von alleine an und dieses Gespenst oder Ashley, was immer es war. Du willst einfach nicht einsehen, was hier wirklich passiert. Oh, erzähl mir nicht, du hättest diese weiße Gestalt nicht gesehen. Sie war praktisch direkt vor uns. Wir halluzinieren. Ich hab keine Halluzination. Ja, also ich hab auch Dinge gesehen. Das, was Josh im Schuppen passiert ist. Ja, und das macht mir Sorgen. Oh, Chris. Ich weiß. Weißt du, was mir wirklich Sorgen macht? Okay, ich hab Angst um Sam. Was ist mit ihr passiert? Falls ein Psychopath hier rumläuft, ist sie vielleicht auch tot. Sag das nicht! Bitte, Chris! So, was war mit diesem Schaukelpferd hier? Ah, das können wir gar nicht hin. Okay. Ah doch, da ist es. Komm, Puppen. Da, Chris! Man sieht's durch die Fenster. Was denn? Mini-Einrichtung? Nein! Eine ganze Szene mit Puppen und so. Ja. Ich schätze, du brauchst einen Schlüssel, um damit zu spielen. Wo kann man diesen Schlüssel jetzt her? Warte! Chris! Der Geist! Was? Hast du das nicht gesehen? Nein! Du hast mit dem Handy gespielt, du Depp! Was twitterst du? Hashtag, wir werden von einem Geist verfolgt? Ash, komm runter, okay? Es ist kein Geist hier. Der Geist von wem? Du flippst aus wegen der Sache mit Josh. Pass einfach nicht auf, da war ein Geist und er sah aus wie Hannah! Oder mehr wie Beth! Scheiße, Ash, was glaubst du? Die verfolgen uns jetzt seit der Seance? Ich weiß nicht, vielleicht... Das tun sie nicht, weil... es Geister gar nicht gibt, okay? Oh, okay. Und wer hat dann mit uns gesprochen bei der Seance, Chris? Ich weiß es nicht. Was war das? Wie kann ein Bild einfach so von der Wand fallen? Ja, wie? Wie ist das nur möglich? Bei einem Erdbeben geht das schon.
Na bitte. Was scheint das schlimm? Oh mein Gott! Da! Da, Chris! Jetzt sag mir nicht, dass du das nicht gesehen hast! Siehst du? Das ist, Du siehst es doch! Ich weiß nicht, ich... Das ist völlig verrückt! Chris, es zeigt uns den Weg! Komm, beeil dich mal. Ich will mal dieses Puppenhaus aufschließen. Das ist unglaublich. Ich glaube, der Geist wollte mir das zeigen. Wie, was? Das ist eine Orgie. Was ist denn hier los? Oh Gott, sieht fast aus... Nicht nur fast, das seid ihr. Im Versteck, wartet auf Hannah, letztes Jahr. Aber es ist genau, ich meine, genau da habe ich gesessen und da war Matt und... Das hat jemand aufgebaut, der dabei war. Oder jemand, oder etwas, das uns beobachtet hat. Vielleicht ist es eine Warnung. Ich glaube, jemand hat das aufgebaut, um uns zu erschrecken. Nein, es war bestimmt der Geist. Das heißt, der Irre ist der Mörder von Hannah und Beth. Nein, das ist dieses Dreckschwein. Der treibt hier seine Spielchen mit uns. Warum sollte er das hier inszenieren, Chris? Er will uns sagen, dass er uns alle auch noch erwischen wird. Ich weiß nicht, ob ich da reingreifen soll. Aber ich kann es nicht abbrechen. Okay, dann greif. Das ist Hannahs Tagebuch. Mom hat endlich Ja gesagt. Die Einladungen sind raus. Die Party findet statt. Ich hasse die Warterei. Bis jetzt haben Ash, Matt und Sam definitiv zugesagt. Noch nichts von Mike gehört. Oh mein Gott, Mike hat zugesagt. Er hat Josh heute angerufen. Volles Tagebuch, Mann. Ist es ja auch. Juhu. Wenn alle zusammen hier sind, auf dem Berg, das wird so super. Kaminfeuer und Whirlpool. Und oh mein Gott, Mike, ich bin so begeistert, dass er hier sein wird. Ich kann das nicht lesen. Es ist so traurig, Chris. Ja, lass mich lesen, Mann. Jo, ich wollte das doch noch... Ich habe nicht mehr was gedrückt. Es kam von da hinten. Okay. Na, ich muss dahin. Haben wir hier eine Kamera, eine Camcorder. Chris? Ist das dieser Kerl? Das würde ich vermuten, oder? Ich werde nicht gern beobachtet. Besser?